Erstes Brassenangeln in 2023. Komm ran hier mit den Dingers. Also, es wird mal wieder Zeit. Ich war ja schon lange nicht mehr auf die olle Brasse. Und wir testen mal. Und sie ist da. Ich meine, sie ist ja eigentlich immer irgendwie da, ne? Die Brasse an der alten Festung ballert halt immer irgendwie und irgendwo rein. Wir haben es gerade die Abendstunden. Abendstunden, ja, eigentlich so gegen 18 Uhr. Beste Uhrzeit, um mal so langsam loszulegen auf die olle Brasse. Und dann geht man hier mit schön feinem Setup rein, beziehungsweise mit dem, was man hat. Level 12 Gewässer, da hat man ja in der Regel nicht so viel Auswahl. Und dann geht man da rein. Ich stehe jetzt hier gerade mit 6 Kilo Setup sozusagen. Das heißt, die Schnur ist jetzt ausgewählt gerade auf gerade mal 6,9 Kilo. Wenn man nicht mehr hat, ja, dann hat man halt nicht mehr. Und probiert mit dem, was man hat. Man kann sich hier hinstellen mit dem Feederset Start. Dann muss man natürlich auch bei solchen Dingern hier ein bisschen länger drillen. 2,9 Kilo Brasse kann dann auf dem Feederset Start schon mal ein bisschen abhauen. Was sich halt immer lohnt, Brassenfuttermische schon geskillt zu haben. Denn die Viecher haben Bock und die wollen fressen und die fressen, was das Zeug hält. Ich muss auch hier mal die Bremse ein bisschen hoch machen. Die ziehen sich nämlich so richtig was weg. Das heißt hier schön mit dem Futterkorb arbeiten. Da muss man auch gar nicht das Futter rausnehmen in der halben Stunde sozusagen oder nicht mal ganz, wie halt hier die Nacht dauert. Da kann man das die ganze Zeit dran lassen und wenn es dann irgendwann so gegen morgens 9 Uhr, 10 Uhr ist, dann hört man einfach hier auf und dann reicht es aber auch mit dem Futter und dann gibt man den ganzen Spot ein bisschen eine Pause und dann geht man einfach woanders hin, eine andere Ecke, vielleicht so auf Schleierangeln mit einem Käsewürfel oder Quarkteig. Und so weiter und so weiter. In den ganzen anderen Videos in den letzten Jahren habe ich auch immer wieder gesagt, Alden direkt mit Level 12 zur alten Festung auf Brasse ist schwierig. Ja, ist auch immer noch so, hat sich nichts geändert. Denn in der Regel hat man Futtermische bzw. die Köder noch nicht so weit geskillt. Von daher geht nicht sofort zur alten Festung, wenn ihr Level 12 seid. Es macht nicht so viel Sinn. Die meisten, oder man hat halt, wie gesagt, anfangs noch nicht die Skills. Und am Anfängergewässer, also am Moskitosee und am Windenbach, kann man hervorragend auch ohne Futter angeln. Ab der alten Festung geht es dann so langsam los, da sollte man auch mal Futter verwenden. Das heißt, ob man jetzt hier auf Giebel und Karauschen geht, ob man auf Schleie geht, ob man auf Brasse geht, egal was, es funktioniert deutlich besser. Spürbar besser, wenn man hier langsam mit dem Futter rangeht. Das ist wie gesagt am Windenbach und am Moskito noch nicht so sehr. Da kann man wunderbar auch komplett ohne angeln. Ja, soll ja so sein, gerade als Anfänger, wenn man das halt noch nicht kann, dass man da eben auch was fängt. Aber hier, bestes Beispiel, wie gesagt, hier die olle Brasse. Sie braucht Futter. Ohne Futter hat man eben ganz, ganz viel diese ganz kleinen Dinger dabei. Ihr könnt es natürlich hier an der Stelle probieren, auch ohne Futter. Wird aber echt tricky. Alternative zu den Ködern wäre natürlich neben, habe ich draußen, ja, neben Knoblauchteig, der eigentlich ja, einer der wichtigsten Brassenköder mittlerweile geworden ist, wäre immer noch der Mistwurm. Man kann sich vielleicht auch mal mit dem Regenwurm hier hinstellen, dass da auch ein paar Brassen reingehen. Dann auf jeden Fall mal den Erbsenbrei probieren, die Perlengraupe. Das kann man relativ früh sogar herstellen in der Futterherstellung. Quark kann man auch mal probieren. Und damit sind wir, glaube ich, durch mit den meisten. Ja, das sind so die wichtigsten Brassenköder. Natürlich jetzt hier der Knoblauchteig. Super prädestiniert. Ganz normale Original-Standard Brassenfuttermische kann man verwenden, wenn man dann irgendwann ein bisschen weiter ist im Game und auch noch ein bisschen mehr herstellen kann. Dann kann man sie auch Spezialfuttermischen herstellen. Dann verfeinert man einfach seine Futtermischen
um vielleicht einfach nochmal ein bisschen dickere Brocken zu ziehen. Ne? Mehr geht halt immer. So. Bisher Frequenz, muss ich sagen, ist schon richtig top. Bin ich schon echt zufrieden. Größe ist auch gut. Das ist halt wichtig, ne? Ab diesem optischen Merkmal hier, dass er quasi, dass die Brasse so dunkel geworden ist, dann macht das Ganze auch so langsam Spaß. So wollen wir sie haben, die Brasse. Und dann lüpft das auch kohlemäßig. Zack. 15 Meter weit raus hier an der Stelle. Also 15 Meter Clip. Und ja, wo sind wir hier überhaupt? Vielleicht hat man es schon gesehen. Hier unten an dieser Stelle, an diesem Loch. Ganz wichtig, Brasse steht auf tiefe Stellen in der Regel. Man kann das auch mal direkt gegenüber versuchen an der Stelle. Man kann das auch mal hier versuchen oder ein paar Meter weiter hier in dem Bereich oder ein paar Meter weiter hier in dem Bereich oder ein paar Meter weiter hier in dem Bereich oder mal hier oben oder mal hier oder mal hier, ich glaube, hier gab es auch schon. Hier gibt es auch. Hier gibt es auch. Hier und hier gibt es auch. Haben wir sie alle durch? Ich glaube, ich habe sie alle durch. Brassenspots. Also, wenn das hier mal nicht lübt, du siehst das Video vielleicht in ein, zwei Wochen, einfach die anderen Spots genauso testen. Oder mit dem Setup, was du halt zusammenbauen kannst. Wichtig, die Brasse will auch nicht unbedingt hier einen 9, 12, 15 Kilo Vorfach sehen. Die Brasse will auch eher ein bisschen feiner beangelt werden. Wie gesagt, ich bin jetzt hier mit Fluorocarbon 6,9 Kilo unterwegs. Das ist quasi direkt das Vorfachsmaterial, weil ich es mir quasi leisten kann. Im Idealfall geht man natürlich hier mit seinem kleineren Setup ran. Keine Ahnung, 5 Kilo oder was, hat man dann Tragfähigkeit. Dann tüdelt man sich in den Vorfach drauf, 4,4 Kilo und ab geht der Lachs. Also auch das natürlich absolut legitim, beziehungsweise wahrscheinlicher, dass man damit anfängt. Ich schmeiße das auch mal so raus. Zack. Dann werfen wir einfach mal so auf Basic. Jetzt habe ich natürlich gerade den Clip verloren, weil ich die Schnur gewechselt habe. Aber so auf 15 Meter, das war ungefähr so viel ausgeworfen. Jo, und dann geht das los hier mit der Brassen, ne? Und ja, Idealfall, ne? Ein 1er Haken. Nicht zu klein dran gehen. Wir wollen ja, wie gesagt, auch nicht die kleinen Dingers, sondern die schön feisten Brassen. Man kann auch mal versuchen, mit einem 1-0er Haken da dran zu gehen. Da würde ich dann vielleicht allerdings nur mal eine Rute mit ausrüsten. Da gehen super selten, also das reduziert die Frequenz super stark. Und da gehen dann, guck mal, jetzt zuppelt es hier auf dem ganz kleinen Setup, da gehen dann auch durchaus mal richtig große Brocken rein. Aber super schlechte Frequenz, deswegen nicht komplett das gesamte Setup so einstellen, weil du damit einfach keine Kohle machst. Ah, jetzt mein Kaffee rein, Alter. So, jetzt haben wir hier natürlich das Spektakel. 4,4 Kilo, wir sind super fein unterwegs. Und was haben wir dran? Keine Ahnung, vielleicht einen dicken Brassen? Das wäre doch der Hammer, ne? Da sieht man doch mal, wie die auf, ja, oder wie scheu die Viecher eigentlich sind, dass man hier wirklich ruhig die Dinger mit zartem Setup beangelt. Sehr, sehr, sehr schön. Kommt er da schon ran wieder? Ja. Ne, so soll das sein. So soll das sein. Bremse natürlich immer richtig einstellen. Das heißt, wenn ihr hier mit der dünnen Schnur seid, immer gucken. Ihr könnt das Setup so bescheiden zusammengebaut haben, wie man sich es nur ausdenken kann. Solange ihr die Bremse richtig einstellt. Ich habe zum Beispiel das Setup jetzt gerade zusammengebaut. Ich hatte keine Ahnung, auf was ich die Bremse einstellen muss. Also stelle ich sie erstmal runter. Raufstellen kann ich sie immer noch. Und dann sehe ich, ja, ja, weiter geht nicht. Also hier so bei 12, 13 ist so, geht's im roten Bereich. Weiter geht es nicht. Perfekt. Komm ran, ihr Alten. 3,3. Schönes, feistes Gerät. Weißt du was? Ich lasse da direkt so das Setup. Schmeiße ich direkt so wieder raus. Muss ich aber ein bisschen mehr und den Schnurclip nochmal einstellen. 15 Meter hatten wir gesagt hier. Und ich hatte angeworfen, man sieht es jetzt gerade schlecht hier.
ist so eine große schwarze Tanne. In der Morgendämmerung sehen wir es dann gleich wieder. Zack, auf 15 Meter. Und ab dafür. Hatte ich die Bremse jetzt richtig eingestellt? Ich drehe nochmal ein bisschen runter. Wie gesagt, einfach zur Sicherheit raufdrehen kann man immer noch. So, hier ist ein bisschen mehr Tragfähigkeit, deswegen ist hier die Bremse ein bisschen höher. Passiert also nichts. Schön. Ja, und dann hat man hier richtig Frequenz. Und das kann man einfach mega gut jede Nacht an der alten Festung machen. Einfach rausziehen die Brocken. Und dann am Tag schön weiter Futtermische machen und so weiter. Apropos Futtermische, wir gucken nochmal eben rein in die Futtermische, die ich hier gerade drinne habe. Ich stehe ja jetzt hier komplett mit dem Feeder-Set, was ich habe. Ist das High-End-Feeder-Set. Wie gesagt, mit dem normalen Feeder-Set-Start kann man sich natürlich auch hier hinstellen. Ja, und dann habe ich hier eine der Top-Rollen im Game. Gutes Ziel, gerade für Anfänger, wenn man so erstmal alles testen will. Das ist eine super Allround-Rolle, die man für ganz viele Sachen gut verwenden kann. Die HSV ist preislich ungefähr bei 2800 Silber. Heißt also, wenn du im Low-Level-Bereich noch bist, und das ist halt alles unter Level 20, dann sparen, sparen, sparen. Ab Level 20 kann man sich sowas dann gönnen. Und das ist auch wirklich ein gutes Ziel, was man hat. Ein Ziel wäre, zwischendurch mal für ungefähr 1000 Silber das Belaya-Set zu kaufen. Und das nächste Ziel dann, auf diese Rolle zu gehen. Also die HSV zu kaufen, das Belaya-Set, ich verlinke das auch nochmal. Super essentiell, wenn man Spinning machen will an dem Gewässer Belaya. Also dieses Setup ist da ja nahezu notwendig, wenn man da richtig schön rausziehen will und erfolgreich sein will. Und es ist ein Setup, was man halt im Late Game auch noch verwenden kann. Ja, wie gesagt, mit der Rolle dünne Schnur bzw. eine ja, relativ dünne Schnur drauf. Vorfach bzw. hier jetzt erstmal Futterkorb noch dran mit Futtermische. Vorfach, wenn man hier mit einer normalen Monoschnur unterwegs ist. Fluorocarbon-Vorfach. Und dann Einserhaken. Und gib ihm. Ich hatte die Futtermische, ja, jetzt gerade immer noch nicht gezeigt. Es zuppelt hier die ganze Zeit, deswegen ziehe ich die nochmal eben raus. Und dann gehen wir gleich direkt auf die Futtermische ein, denn das ist eine Brassenmische Plus. Wir sind hier mit Knoblauch unterwegs, deswegen habe ich da noch Knoblauchkomponenten drin. So. Die normale Brassenfuttermische kann man relativ schnell herstellen. Das ist, glaube ich, ab Futtermische-Skill. Köder hier, Angelfutterzubereitung ab Level 3 müsste das sein. Knoblauch und Anisöl. Also ab hier, es ist nicht schwierig, da so ein paar Skillpunkte zu machen. Also ransetzen und machen, ihr braucht es eh. Auch dazu gibt es in den Tutorials schon Guides, wie man da am besten hinkommt. Angelfuttermische, Skillpunkte reinmachen, auch das ist wichtig. Wir wollen eine gute Qualität in der Angelfuttermische und da nicht irgendeinen Rotz reinwerfen ins Wasser. Der Rotz hat auch nicht so eine gute Lockwirkung. Da war noch was. Ja, da ist noch was dran. So, raus damit. Also, gerade im Anfängerbereich ballert euch die Tutorial-Serie 2022 rein. Komplett. Es gibt so viele Fragen und die eine Antwort gibt direkt wieder die nächste Frage. Also, komplett durchziehen. Einfach nebenbei hier beim Angeln den Alten ein bisschen quatschen lassen. Und schön zuhören, was der sagt. Und wenn er da irgendwas sagt, was unverständlich ist, nochmal anhören. Direkt zurückspulen. Was hat er gesagt? So, und dann lübt das auch irgendwann. Es gibt mittlerweile einige, die super erfolgreich auch schon weit sind im Level. Ohne gebrochene Routen, ohne gebrochene Rollen. Einfach so ein paar Tipps und die Guides durchgezogen und dann lübt das. So, jetzt aber mal ganz schnell hier. Futtermische. Futtermische, Perlengraupe als Basis. Perlengraupe, gerade ja schon gesagt, ihr erinnert euch. Perlengraupe auch ein guter Köder. Also Perlengraupe als Basis, auch ein gutes Lockmittel. Fliegenmade ist eine schöne Eiweißkomponente, ziehen wir damit rein. Hirsebrei, macht das Ganze so ein bisschen schmackig, beziehungsweise pappt das Ganze schön zusammen. Dann haben wir hier zwei Komponenten, Knoblauch,
Feed Pellets. Das ist jetzt, wie gesagt, schon wieder High-End und Schnickschnack. Kann man halt in die Bällchen mit reinmischen. Gibt halt nochmal so ein bisschen mehr Knoblauchkick mit rein. Und das Ganze könnte man natürlich dann auch noch mit Knoblauchsoße abrunden. Kann man einfach mal testen. Ich habe jetzt hier nochmal Anis mit drauf. Ist eben das Original von der Brassenmische. Also, das einfach nur quasi Brassenmische plus Knoblauch. Gibt es ja dann auch, dass man das dann macht, wenn die vielleicht gerade Bock haben auf Erbsenbrei oder die haben gerade Bock auf Perlengraupe, dann ballert man das so ein bisschen mehr rein. Also solche Spielereien mit dem Futter kann man halt gut machen, dass man da vielleicht einfach noch ein bisschen besser und gezielter die Futtermische quasi dann auf den Köder abstimmt. Aber auch ein ganz wichtiger Punkt, es ist absolut nicht notwendig, sowas zu machen. Gerade Brasse und auch hier an diesem Gewässer Level 12, macht euch da nicht so fettig, sowas braucht man nicht. Wenn ihr die normale Standard-Brassenmische herstellen könnt, dann ist das schon top. Ja, ich bin gerade sehr zufrieden, wir haben es jetzt gleich 5 Uhr. Es ist eine wirklich vernünftige Ausbeute hier. Ihr seht, ich werfe quasi immer da vorne in den Schatten von den beiden Tannen hier. Einfach auf 15 Meter. Immer schön da vorne rein, immer an eine Stelle. Das heißt, wir haben einen richtig guten Brassenspot. Die Dinger können fressen, was das Zeug hält. Und dann lüppt das auch. Wenn ihr hier so einen etwas härteren Drill habt, bisschen zur Seite ziehen, ab in den Blank rein. Das ist immer gut. Dann hat der Fisch es noch ein bisschen schwieriger. Und natürlich auch den Kescher verwenden. Nicht einfach rausreißen, die Dinger. Denn das fördert auch den Verschleiß. Und das wollen wir ja nicht, dass das ganze Setup frisch gekauft, wenn man gerade neu ist, auch dann schnell kaputt geht. Also auch viel den ollen Kescher verwenden, macht Sinn. Ja, von der Anzahl jetzt hier 19 Minuten, das ist doch nicht schlecht. 19 Minuten, 28 Fische, das ist sogar richtig, richtig gut. Also pro Minute mehr als ein Fisch. Das schafft man nicht an jedem Spot, beziehungsweise das schafft man auch nicht mit jedem Fisch. Das ist schon richtig top. Kohlemäßig gucken wir natürlich auch gleich nochmal rein. Ich glaube, ich habe die wichtigsten Infos durch. Durchziehen jetzt. Ja, wie gesagt, bis in die Morgenstunden. Alter, der nächste. Und es zuppelt weiter. Das ist halt richtig gut, so soll das sein. Wettermäßig, ja. Jetzt gerade nicht so super warm, beziehungsweise es war auch leicht regnerisch. Klappt anscheinend ganz gut. Und ja, urzeitstechnisch, ne? 18 Uhr anreisen, loslegen, Futtermische schon mal reinschmeißen, dann vielleicht erst das Setup zusammenbauen. Auf 15 Meter kann man auch immer noch ganz gut werfen. Und dann loslegen. Angefüttert sollte man haben, wie gesagt. Wenn ihr das nicht gut werfen könnt, dann einfach eine Rute schon mal nehmen, Schnurclip einstellen, 15 Meter, Futterkorb mit Mische drin haben, 15 mal auswerfen an die gleiche Stelle immer und dann die anderen Routen nachbauen, dass man erstmal schon mal Futter drin hat. Das muss auch erstmal ein bisschen wirken und dann geht das auch ratzfatz in den frühen Abendstunden schon los und dann, wie gesagt, es kann sein, dass das so bis 10 Uhr morgens einfach gut läuft. Tagsüber würde ich den Spot einfach in Ruhe lassen. Jetzt geht es schon los hier mit der Güster. Also die Morgenstunden nahen. Es fängt langsam an, dass auch andere Fische reingehen. Und dann hauen wir hier ab. Also wenn das hier wirklich jetzt gleich losgeht, dass hier jetzt hier die ollen Güster reingehen und sowas, das machen wir dann nicht mit. Wir wollen jetzt hier die fetten, feisten Brassen haben. Und dann geht es gleich nochmal gucken. Natürlich ins Café. Wollen die im Café Brassen haben. Kaffeeaufträge abschließen, auch immer das A und O. Oder verkaufen wir die einfach so. So, ich gucke jetzt hier nochmal ein bisschen. Lübt da noch was oder nicht? Und dann gucken wir gleich nochmal in den Kescher, was das so an Kohle gebracht hat. So, ich bin gerade auf dem Rückweg zum Fischmarkt und hier komme ich gerade an einer Stelle vorbei, die man natürlich auch nutzen kann. Das ist gar nicht weit weg von dem Spot, wo ich gerade stand. Zum Schleienangeln zum Beispiel. Wenn du also Infos brauchst zum Schleienangeln, was man dann den ganzen Tag über machen kann, einfach, ich verlinke es auch nochmal, das Suche-Video, wie man hier auf dem Kanal sucht, oder einfach, ne, du weißt es wahrscheinlich, die Suchfunktion auf dem Kanal nutzen, Schleie reintippen
oder einfach mal reintippen, alte Festung, und dann gibt es direkt das nächste Informationsvideo, wie und wo man hier an der alten Festung noch angelt. Oder du hast einen ganz besonderen Fisch, der dir gerade einfällt und denkst so, boah geil, Alter, jetzt habe ich aber Bock hier gerade in den Morgenstunden auf Hecht zu gehen. Zack, tippst der Hecht ein und dann hast du sämtliche Infos dazu, wo man mit welchen Ködern und wie man da am besten mit welchem Setup auf Hecht angelt hier an der alten Festung. Also da einfach diese Suchfunktion nutzen, wahnsinnig viele Infos und vor allem auch Spots, die mal alt sind oder alt sind mittlerweile, sie sind trotzdem nach langer Zeit immer wieder aktiv. Das heißt, auch alte Spots funktionieren, einfach ausprobieren, wenn es gerade nicht geht, zack, den nächsten Spot testen und ja, einfach wieder ausprobieren, vielleicht ein paar Tage später nochmal probieren, ob das da nicht geht. Also, Brasse ist drin, als Trophy sogar, übertrieben große Trophy. Das ist ja der Hammer. 4 Kilo wäre ja schon der Hammer, aber 5,6, 5,7 eigentlich. Wow. Wow. Also, das ist natürlich der Hammer. Die haben wir leider nicht gefangen. Vielleicht fangen wir sie irgendwann mal. Aber das ist natürlich auch super selten, so eine Trophy zu fangen. Ja, wir gucken nochmal kurz rein in den Kescher. Man sieht nämlich ganz gut, was sich getan hat hier. Das heißt, beziehungsweise wie die Frequenz so ist. Morgenstunden, beziehungsweise Abendstunden geht's los. Kleine Brassen sind dabei. Es fängt langsam an, dass so die ein oder andere große mit reingeht. Zap, zap, zap. Und dann auf einmal ändert es sich. Es kommen vermehrt immer mehr diese großen und dunklen Brassen. Das ist halt mitten in der Nacht. Und dann irgendwann kommen die Morgenstunden. Und es fangen wieder an, die Kleinen. Und wenn das halt so wieder losgeht mit den Kleinen, reicht es, zack, anderen Spot suchen. Auf Schleie, wie gesagt, probieren. Oder halt einfach ein anderes Gewässer. Ja, kann man auch machen, ne? Einfach zum Moskito oder zum Windenbach. Am Windenbach dann vielleicht hier auf Haseln und Lauben stippen. Und dann in Richtung Abendstunden wieder hierhin auf Brasse. So, genug gebrasst. Ab ans Gewässer, 178 Silber, ist doch schon ein ganz vernünftiger Schnitt. Wenn da natürlich noch ein bisschen mehr große reingehen, die hier so in diesem Bereich sind, ihr seht es, die liegen schon bald bei ja, 10 bis 15 Silber. Dann ändert sich das, dann kann man hier auch ruhig mal in Richtung 200 Silber gehen. Also, schmeckt, 178 kann man machen für die, was waren das jetzt, 20 Minuten. Bisschen mehr vielleicht, ne? Ja, 25 Minuten. 3 haben wir hier. Genau, 25 Minuten. 180 Silber kann man machen. Also, Petri Lümmels zieht raus die Brocken, wenn es geholfen hat. Daumen da lassen und Kanal abonnieren. Das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos, Tutorials oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.